Das kann doch gar nicht wahr sein, dass ich dass ich immer so weit komme, dass ich nur noch eine Runde aushalten müsste und dann mit relativ großer Zuversicht einen Pokéball werfen könnte. Und dann besiegt sich das Mistvieh schon zum dritten Mal. Okay, wir lernen, Tanza hat drei Angriffe, ne? Er hat Tackle, Schutzschild und Finale. Mehr haben wir noch nicht gesehen. Er hat also drei Angriffe. Und die Chance steht 1 zu 3, also 33%, dass er sich in dieser Runde besiegen wird. Und trotzdem haben wir ihn erst ein- oder zweimal Tackle machen sehen, aber schon dreimal Finale und Schutzschild bestimmt schon 10-mal. Ich verstehe das einfach nicht. Das sieht doch nicht mehr nach Zufall aus. Verdammtes Mist, Tanza, jetzt will ich dich aber fangen. So, du lässt mich jetzt einen Tackle machen. So, wunderbar. Und dann werde ich dich fangen. Brav! Siehst du, so kann es doch gehen. Jetzt gucken wir mal, was wir für Bälle haben. Köderball, ein Ball für Pokémon an der Angel. Turboball, ein Ball für schnelle Pokémon. Trifft beides nicht zu, wir müssen den ganz normalen nehmen. Es gibt ja auch Nestbälle, nicht wahr? Für Käfer-Pokémon speziell. Was? Nur einmal? Der ist doch nur Level 10. Also ich glaube, Tanza hat einen hohen Verteidigungswert, ja. Aber er ist nur Level 10. Das kann doch nicht sein, dass der sich aus einem Ball befreit. Okay, ja, wir versuchen es nochmal. Also ihr seht schon, warum es ermüdend ist, deinen Tanza zu fangen. Das ist so ähnlich, wie wenn man damals ein Abra fangen wollte. Und die einzige Attacke, die es konnte, war Teleport. Und es ist sofort aus dem Kampf geflüchtet. Und es war irgendwie auf Level 12 oder 13 oder so. Das heißt, du musstest in der ersten Runde einen Ball werfen und es musste beim ersten Versuch drinbleiben. Ansonsten hattest du keine Chance, es zu fangen, weil es in der nächsten Runde flüchten würde. Und so ähnlich scheint mir das mit dem Tanza hier auch vorzukommen. Es ist natürlich nicht so schlimm, weil nur wenn man Pech hat, flieht er aus dem Kampf sozusagen und benutzt Finale. Wenn man ein bisschen Glück hat, dann bleibt er im Kampf. Und wenn man noch mehr Glück hat, dann behält der Pokéball ihn auch tatsächlich drin. Aber ich kann gar nicht fassen, dass man so viel Glück braucht. Das waren ja schon vier Tanzas, die sich allesamt selber mit Finale gerichtet haben. Wenn diese Attacke nicht wäre, dann hätte ich jetzt schon einen Tanza. Keine Frage, ich hatte schon vier Versuche. Ich hätte es doch nicht besiegt viermal. Es hat sich viermal selber besiegt. Okay, Tanza. Komm schon. Ja. Ich höre zum ersten Mal jetzt gerade auf den Ruf überhaupt. Habe ich noch nie gehört, glaube ich. So, von mir aus besieg mein Torboga jetzt, aber bleib selber am Leben. Das ist doch nicht wahr. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass der ständig diese Attacke benutzt? Okay, jetzt muss ich aus dem Wald raus, weil ich keine Pokémon mehr habe. Also so gut wie keine mehr. Mit Sandan Level 6 will ich nicht kämpfen und Celebi wird ihn einfach töten. Dann ist es vorbei. Das kann doch alles nicht wahr sein. Diese dummen Bäume, die nachwachsen, sobald man in einem Kampf war. Das ist auch ziemlich rückständig. Aber von wann ist das Spiel? Von 2001? Nee, doch. Pokémon Kristall ist von 2001. Wirklich auf dem Abtreter. Auf dem Abtreter belästigt mich ein Pokémon und dann so ein Drecks-Kokuna. Verschwinde! Mein Sandan wird dich das fürchten lehren. Und jetzt Abflug. Oh nein, es ist ein Sandan Level 6, das ich niemals besiegen könnte. Aber hey, der kann angreifen. Ich nicht. Das ist der große Unterschied, Kokuna. Du kannst dich verteidigen, wie du willst. Aber du wirst nie gewinnen. Du kannst nur deine Niederlage hinauszögern. Oh Gott. Ich bekomme einen Tanza? Ihr könnt es glauben. Eines Tages werde ich einen Tanza haben. Das waren jetzt 5 Versuche sogar schon? Gott, jetzt habe ich aufgehört zu zählen. Ich glaube, es waren 4 und da war mein Tauboga noch am Leben und das 5. hat es gerade getötet. Also sagen wir einfach mal, 5 Tanza haben sich jetzt schon selber mit Finale gerichtet. An dem Baum kann ich auch stehen bleiben, ist völlig wurscht. Ich brauche gar nicht tiefer in den Wald reinzugehen. Also 5 Tanzas haben sich vor meinen Augen schon das Leben genommen. Und da kann ich jetzt langsam nicht mehr drüber lachen. Vor allem mein Lorbelat ist sogar aufgestiegen, weil sich die Tanza ständig selber besiegen und dann bekommen meine Pokémon zwangsläufig EP. Ich komme hier aus dem Wald raus und meine Pokémon sind alle auf Level 40, weil sich die ganzen Tanza selber umgebracht haben. Das verdammte schlafende Hutu, du kannst mir jetzt auch nicht mehr vom Hocker reißen. Übrigens sehr schön, wie man, wenn ein schlafendes Pokémon in den Kampf kommt, wie hier das Hutu oder das Noctu, man weder ihre Animation sieht, noch ihren Ruf hört.
ein sehr schönes Detail, weil sie halt schlafen. Finde ich äußerst aufmerksam eingefügt. Seht ihr? Ruhe und keine Bewegung. Das ist eine sehr coole Sache. Das ist mir erst sehr spät aufgefallen. Vor allem in den früheren Episoden Silber und Gold, wo es ja noch keine Animation gab der Sprites. Und da hat man dann nur gemerkt, hey, es ist ja plötzlich Ruhe. Da haben die Sprites noch keine Animation gehabt und deshalb hat man es nicht gemerkt, wenn die Animation weg ist. Weil sie sowieso nur aus einem Frame besteht. Das ist ja toll, ne? Eine Animation, die aus einem Frame besteht. Nennt sich Bild. Großartig. Weißt du, Hutut? Ach, egal. Ich rotz dich nur nicht von der Matte, weil ich keine Typenvorteile habe. Und weil ich kein Interesse daran habe, jetzt zu... Wie heißt es? Zu, wie heißt denn das? Zu grinden. So. Ich will nicht grinden. Ist das überhaupt ein deutsches Wort? Kann man damit was anfangen? Ich bin mir sicher, die MMO-Spieler können damit was anfangen. Grinden bedeutet einfach, in einem Ort zu bleiben und ständig die gleichen zufälligen, schwachen Gegner zu besiegen, um im Level aufzusteigen. Das ist Grinden. Wie wenn man von mir aus mein einziges World of Warcraft-Wissen entspringt der South Park-Folge, wenn man jetzt in World of Warcraft im Wald zurückbleibt und Wildschweine tötet, um im Level aufzusteigen. Das ist Grinding, weil es von diesen Gegnern einen unendlichen Nachschub gibt und, sie immer wieder spawnen und man sie schnell besiegen kann und nach langer, langer Zeit irgendwann im Level aufsteigt, heißt das Grinden. Genau das gleiche, wie wenn ich jetzt hier mit Pokémon im Wald bleiben würde, um Level aufzusteigen, wäre das auch eine Art Grinding. Aber ich habe kein Interesse an Grinding. Ich glaube, Pokémon Kristall ist eine der, also die zweite Generation von Pokémon ist eine der Generationen, in denen man nicht trainieren muss. Wenn man von Anfang an ungefähr sein Team aufgestellt hat und so einigermaßen weiß, wo man hin will und welche Pokémon man haben will, dann kann man einfach gegen alle Trainer kämpfen, was für mich kein Grinding ist, irgendwie. Kann man einfach gegen alle Trainer kämpfen und gegen alle Arenaleiter und bekommt dadurch genug Erfahrung, um am Ende gegen die Top 4 bestehen zu können. Denn ich glaube, das stärkste Pokémon in den Top 4 ist auf Level 50 und das ist einfach lächerlich im Vergleich zu dem, was wir in der ersten Generation gehabt haben. Mit 65, glaube ich. Könnte sein, ja. 65 klingt realistisch. Ich glaube, es war Level 65, das stärkste Pokémon. Der Starter vom Rivalen, nachdem man Siegfried besiegt hat. Und hier gibt es ja so gesehen keinen Rivalen. Das ist, glaube ich, die einzige Edition, in dem es keinen Pokémon-Champion gibt. Man besiegt die vier Typen in der Pokémon-Liga und dann ist man fertig. Es gibt keinen fünften Kampf. Das ist, glaube ich, einzigartig in der gesamten Pokémon-Spiele-Serie. Das gab es nie wieder. Der Champ war nicht unbedingt immer der Rivale. Und in späteren Generationen war es nie der Rivale, weil der Rivale nie so gut war wie man selber. Man war immer der Bessere. Und der Rivale hat es selber nie so weit gebracht und der Rivale stand einem in der Pokémon-Liga auch nicht gegenüber. Aber in den ersten Generationen war das eigentlich noch so. Nein, nur in der ersten. Ich gehe jetzt wieder zu dem anderen Baum, das kann ja nicht sein. In der allerersten Generation war es so, da war Gary oder Blau oder wie auch immer man ihn genannt hat. Der war da der Rivale und der hat auch den Siegfried besiegt und war der Champ der Pokémon-Liga, so. In der zweiten Generation gibt es gar keinen Champ. Da ist Siegfried praktisch der Champ. Und in der dritten Generation ist jemand anders der Champion. Irgendwie, das war irgendwie ganz merkwürdig. War da nicht einer der Arenaleiter der Champion oder so? Das war ganz merkwürdig, glaube ich. Und dann gab es in der vierten... Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann auch die Städte langsam nicht mehr auseinanderhalten, also die Gegenden. Wenn ich irgendeine Gegend sehe oder so, dann fällt mir erstmal nicht ein, welche Generation das war. So, die fünfte, sechste, gibt es überhaupt eine siebte Generation, schwimmen bei mir so ein bisschen durcheinander. Ich weiß nicht genau warum, das ist irgendwie... Die habe ich nicht mehr so intensiv erlebt, die habe ich nicht mehr so oft gespielt. Die kann ich nicht so gut differenzieren. Ich wage noch einen Tackle. Komm, mach Schutzschild, jetzt kannst du anfangen Schutzschild zu machen. Oder Tackle, ist mir egal. So, der ist jetzt besser... besser hingerichtet, vorbereitet, als hergerichtet. Besser hergerichtet als der letzte. Der hatte ungefähr halbe Energie. Ja, Gott sei Dank.
Zolltanzer wurde gefangen. Meine Güte. Okay. Tanzer. Beutelwurm. Nein, er ist ein Tanzapfen. Was meinst du, wo der Name herkommt? Er setzt eine klebrige, lufttrocknende Flüssigkeit ein, um seinem Körper Rinde hinzuzufügen. Großartig. Nein, ich möchte ihm keinen Spitznamen geben. Jetzt wurde auch noch auf Bills PC übertragen. Nein, 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 nein. Das lasse ich mir jetzt nicht bieten. Nein! Wir holen jetzt Tanzer zurück ins Team und nehmen Noctu raus, weil den brauche ich nicht. Und jetzt ist es natürlich eine furchtbare Verschwendung gewesen, dass ich Lorblatt Kopfnuss gegeben habe. Die hätte ich lieber Tanzer gegeben. Aber was soll ich machen? Ich brauche die Kopfnuss, um Tanzer zu bekommen, also kann ich die Kopfnuss nicht Tanzer beibringen. Es geht leider nicht anders. Was für ein Segen in den späteren Generationen, dass man TMs öfter benutzen kann. War, glaube ich, in der dritten Generation nicht so. Ich weiß nicht, ob es in der vierten so war. Es könnte sein, dass es in der vierten Generation schon war, dass man TMs unendlich oft benutzen kann. Das weiß ich nicht, aber ich glaube fast nicht. Ich glaube, in der vierten Generation war es auch noch nicht. Nein. Nein, 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 ich bin mir ziemlich sicher. Die vierte habe ich auch oft gespielt. Oder lange. In der vierten Generation konnte man TMs noch nicht unendlich oft benutzen. Erst in der fünften. Und das macht doch eigentlich Sinn. Warum sollte das so wichtig sein, wem ich meine TM beibringe? Warum sollen das nicht alle können? Also unendlich oft. So, Noctu ablegen. Gut. Und jetzt nehmen wir mit Tanzer. Das einzige Pokémon überhaupt, das jemals in die Box geschickt wurde. Könnt ihr mal sehen, ich fange nur, was ich brauche. Bis auf dieses Noctu. So, Tanzer, hast du noch eine geheime vierte Attacke, die ich nie gesehen habe? Nein. Tackle, Schutzschild und Finale. Ich war schon ziemlich gut. Also es gab einfach nicht mehr Möglichkeiten und trotzdem hat er abnorm oft Schutzschild benutzt und Finale. Und Tackle fast nie. Gut, Tanzer. Du sollst trainiert werden. Habe ich denn irgendwelche Attacken, die ich ihm beibringen kann? Wir haben hier Lehmschelle, Sternschauer, Zornklinge. Wie wär's los mit Sternschauer? Das ist doch eine vernünftige Attacke. Ne, na toll. Weil Sternschauer trifft immer. Das ist eigentlich eine sehr schöne Attacke, eine sehr sichere. Zornklinge braucht man mal mehrere Runden, bis man was davon hat. Und Lehmschelle ist eine Bodenattacke. Wann sollte ich die brauchen? Und die ist ziemlich schwach. Ich glaube nicht, dass er die lernen kann. Ne, also wieder alle, aber Tanzer nicht. Tanzer ist ein besonderes Pokémon. Der braucht besondere Zuneigung, besondere Fürsorge. Für Tanzer muss man sich schon ein paar besondere Sachen überlegen und ein paar besondere Sachen machen, ansonsten funktioniert es nicht. Aber ich glaube, so eine Sachen wie Stärke kann der erlernen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich Tanzer noch nie ernsthaft trainiert habe. Ich fand ihn immer ganz cool und so. Und seine Typenkombination ist auch cool, wenn er sich entwickelt zu Forstelka. Oder Forstelka? Ich weiß es nicht, ich bin mir da nicht so sicher. Forstelka, sage ich jetzt einfach mal. Er hat nette Attacken und eine coole Typenkombination. Und ihm kann eigentlich nur Feuer und Boden gefährlich werden. Und gegen alles andere ist er überlegen. Na gut, vielleicht noch Kampf. Ja, Kampf auch. Also ja, ich weiß jetzt nicht so genau, gegen wen ich Tanzer einsetzen soll. Er kann ja nachgewiesenerweise nur Tackle. Was haben wir da? Äther. Auch keine Attacke. Also er kann nur Tackle. Wer bist du? Schleich dich nicht an! Du hast ein Pokémon verjagt. Ja, sieht so aus. Also Tanzer kann nur Tackle. Ich weiß nicht, gegen wen ich ihn einsetzen soll. Gegen Safkons? Oder wie? Käfersammler Tiss. Wer ist Tiss? Wiss? Wiss Käfersammler, right here. Look at this Käfersammler. Nein, danke. Tja, friss eine Kopfnuss, würde ich mal sagen. Also Tanzer ist ja tatsächlich sogar stärker als die Pokémon der Trainer, die man trifft. Das ist ja eine tolle Sache. Was hast du noch? Paras. Na, Paras kann zumindest Kratzer und dann kein Giftpuder und so ein Mist. Weißt du was? Warum nicht? Wir grinden jetzt Tanzer. Nur mit einem schwachen Pokémon zu kämpfen gegen andere schwache Pokémon ist für mich auch Grinding. Auch wenn es jetzt ein Trainer ist, der plötzlich auf Level 10 ist. Warum das denn? Sieht doch geil aus von hinten. Los, Tackle. Na, ja, verdammt. Okay, Tanzer ist langsam, ja. Das gibt's doch gar nicht. Was kann denn an einem Tackle schiefgehen? Da ist ein Gegner, ramme ihn. Das kann ja so schwer nicht sein, oder? Oh, Volltreffer. Also damit habe ich einiges wieder gut gemacht.
Stachelspore. Das hätte ich jetzt mich wieder gefragt, ob man Käfer-Pokémon mit solchen Sachen überhaupt angreifen kann oder nicht. Aber wie es aussieht, ja, kann man. Das wäre jetzt höchstens Gift-Pokémon, was man damit nicht angreifen kann. Aber gegen Paralysie ist höchstens Elektro gefeit. Und das auch nicht immer. Ach Gott, das gibt's doch gar nicht. Guck mal, er ist paralysiert und hat kaum noch Energie. Was soll ich denn da machen? Ich kann ihn jetzt nicht irgendwie heilen oder so. Keine Chance. Ich brauche dir 2 Runden, um ihn zu heilen. Und das ist dann nicht wert. Na schön. Ich weiß nicht, gegen wen ich Tanzer antreten lassen soll. Das wird noch sehr interessant. Ich glaube, hier ist tatsächlich Grinding angesagt. Da bis Tanzer wirklich etwas lernt, wodurch er... Also irgendeine Spezialattacke, mit der er im Vorteil ist, typenbehaftet. Typenhaftigkeit. Typenmäßig gesehen im Vorteil. Das wird noch eine Weile dauern. Dieses Pokémon habe ich noch nie zuvor gesehen. Ja, mein Tanzer, ne?